Im alten Rathaus von Wiener Neudorf hat es ja schon viele Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen gegeben, aber ein Salonkonzert, das haben wir, glaube ich, noch nicht erlebt. Und die Frau Diplom-Ingenieur Barbara Wetscher, die war diejenige, die jetzt ein Konzert zu uns nach Wiener Neudorf gebracht hat. Was werden wir heute noch sehen? Ich freue mich, dass ich konnte in dem alten Rathaus diese Konzert veranstalten können. Die Idee für das Konzert war die Hilfe für die Musikstudenten, die solche Unterstützung brauchen. Zweiter Aspekt war, dass die Studenten mit polnischer Wurzel konnten da auftreten. Das ist die berühmte Projekt in der Marktgemeinde Wiener Neudorf, Inklusionen. Und da unterstreiche ich immer, dass Wiener Marktgemeinde Wiener Neudorf ist eine fast Ausnahmegemeinde in Niederösterreich, die so viel übrig hat für die andere Nationen und andere Kulturen. Wir werden ja heute klassische Musik in erster Linie zu hören bekommen, die aber auch ins Ohr gehen wird, was ich am Plan gesehen habe. Aber es wird dann auch einen weiteren Höhepunkt geben. Hinter Ihnen ist auch ein Bild von Ihnen. Was wird denn mit dem passieren? Dieses Bild stelle ich zur Verfügung in einer Auktion. Die wird die Frau Dr. Liliana Nieczelski da uns unterstützen. Das verkaufte Bild von dem, das schüchternes Mädchen in Frühlingskleid wird eine finanzielle Grundlage für die jungen Musikstudenten. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, Anwesende, meine Freunde und die Musik- und Kulturfans. In erster Reihe möchte ich begrüßen den Herrn Bürgermeister. Dann den Professor Dybas mit Frau von der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Und die alle Anwesenden. Ich möchte nur einen Satz sagen, warum habe ich die Wiener Neudorf, Marktgemeinde Wiener Neudorf, ausgewählt für dieses Konzert. Das ist ein Salonkonzert und mir wurde bestätigt, das ist ein erstes Salonkonzert in Geschichte von Marktgemeinde Wiener Neudorf. Die Marktgemeinde Wiener Neudorf ist eine in meinen Augen vorbildliche Gemeinde, die für Kunst von anderen Ländern und Kultur so wichtige Verbindungsbrücke innerhalb der europäischen Länder so viel übrig hat. Und für das möchte ich mich wirklich bei dem Vertreter von der Gemeinde herzlich bedanken. Jetzt übergebe ich das Wort an den Herrn Bürgermeister. Ja, guten Abend. Jetzt werde ich mich gleich am Anfang blamieren, weil ich probiere es auf Polnisch. Serdeczny, witamy, Wiener Neudorf. Ich hoffe, Sie haben es ein bisschen.
Ja, wo sind wir heute? Also danke sehr für die netten Einleitungsworte über unseren Ort Wiener Neudorf. Sie befinden sich hier im alten Rathaus. Das war nicht immer ein altes Rathaus, das war einmal eine Kirche, es war unsere Ortskirche. Wir haben dann hier, nicht wir, also mein Vorgänger, hier eine Zwischendecke eingezogen. Es war dann eine Volksschule, es war das Gemeindeamt, es war auch ein Wohnhaus, hier hat man auch gewohnt. Und jetzt ist es eines unserer Kulturzentren und eines, wo Salonkonzerte, Lesungen etc. stattfinden. Ich habe die Aufgabe, die heutigen Protagonisten Ihnen ein wenig näher zu bringen. Die erste Dame vorzustellen, hieße ja wirklich Eulen nach Athen tragen. Sie alle, wir alle kennen Frau Diplom-Ingenieur Barbara Wetscher. Sie ist keine gebürtige Neudorferin, aber sie ist irgendwo in Institutionen wie in der Neudorf geworden. Wir alle kennen sie, sie ist eine sehr bekannte, illustre Persönlichkeit in unserem Ort. Sie ist in Krakau, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, geboren und aufgewachsen. Ist studierte Geologin und heiratete nach Wien und arbeitete hier in Österreich als Geologin. Ich habe schon in meiner ersten Amtszeit als Bürgermeister mit ihr ein bisschen zusammengearbeitet in geologischer Hinsicht. Sie hat auch für Wiener Neudorf einiges getan. Sie wissen, dass viele Einschläge, Publikationen und Berichte ihrer Feder entstammen. Und auf eines bin ich sehr stolz, als ich im ersten Jahr Bürgermeister geworden bin, im Jahr 2000, da habe ich mit meinem Kulturreferenten die Herbstkulturtage, grüß Gott, bitte sehr herzlich willkommen, die Kulturtage in Wiener Neudorf ins Leben gerufen. Und das war die erste Ausstellung der Frau Diplom-Ingenieur Barbara Wetscher damals im Freizeitzentrum. Also sie ist dann im Jahr 2000 so richtig zur Malerei gekommen, hat die Geologie ein bisschen mitgenommen. Wir wissen, dass in ihren Bildern Ammoniten, Kristalle vorkommen und sie ist immer mehr in Richtung Aquarell gegangen. Und eine dieser Bilder können wir hier und dann im Erdgeschoss nachher bewundern. Aber sie ist nicht alleine gekommen, sie hat Musik mitgebracht und sie hat zwei tolle Künstler mitgebracht. Sie hat mitgebracht von Anna Emanuela Politalska, das ist auch für mich als Österreicher leicht auszusprechen, wenn man es genauso ausspricht, wie man schreibt, hoffentlich. Sie ist nicht in Krakau, sie ist in Warschau geboren, dort absolvierte sie die Gesangsausbildung an der staatlichen Musikschule und sang ihr Diplomkonzert im polnischen Rundfunk. Es folgte eine weitere Gesangsausbildung in Posen und im Jahr 2006 dann der Masterabschluss in der Gesangskunst, das heißt, Frau Politalska ist eine wirkliche Masterin ihres Faches. Ja, ihr kongenialer Partner ist Rafael, ist hoffentlich, dass ich mich nicht wieder blamiere, Mokschitzki, ich hoffe, ich habe es, bravo, danke, ich habe es richtig ausgedrückt. Auch er ist in Warschau geboren, er schloss das dortige Musikgymnasium mit Auszeichnung ab und studiert derzeit an der Friedrich Chopin Universität in Warschau. Grüß Gott, herzlich willkommen. Kommen Sie näher. Und aufgrund des Erasmus-Programms hat er auch die Möglichkeit, hier in Wien bei uns in der Universität zu studieren. Er ist Preisträger vieler polnischer und internationaler Wettbewerbe. Und aufgrund seiner Einstufung als Hochbegabter nahm er an zahlreichen Meisterkursen von weltberühmten Pianisten teil. Und er trat schon in vielen wichtigen Konzertsälen in Deutschland, Polen, China, Rumänien, Malta, Ukraine auf, natürlich auch in Österreich. Und jetzt hat er einen gewissen Höhepunkt, weil heute darf er in Wiener Neudorf auftreten, vor uns als Publikum. Meine Damen und Herren, in ganz gebotener Kürze auch noch eine herzliche Begrüßung meinerseits und nur zwei verbindende Worte, um anzukündigen, was Sie noch in der Pause des Konzertes erwartet. Da wird dieses Bild versteigert zugunsten der Künstler, die Sie heute hören werden. Daher bekommen Sie gleich eine Kostprobe vorher im ersten Teil. Der Herr Bürgermeister hat die Künstler präsentiert, die Initiatorin und die Malerin präsentiert. Und Sie sollen schon durch diese Musik angespornt werden dazu, dieses Bild dann zugunsten der Künstler zu ersteigern.
So, und jetzt haben wir die Künstlerin und den Künstler des heutigen Abends oder Nachmittags vor der Kamera. Und wir wollen natürlich wissen, wo sie herkommen, wo sie ausgebildet wurden, was sie für Schulungen haben und was sie schon vielleicht für Erfolge. Urodziłam się w Polsce, w Warszawie. Tam ukończyłam szkołę podstawową na skrzypcach, następnie szkołę muzyczną drugiego stopnia imienia Józefa Elsnera w klasie Barbary Niemann i potem podjęłam studia wokalne w Poznaniu na Akademii Muzycznej u pani profesor Ewy Wdowickiej. Ich bin in Polen geboren, in Warschau. Dort habe ich auch die Grundschule, die Volksschule absolviert. Das war bereits eine Musikschule, wo ich auch schon Geige studiert habe. Dann habe ich an der Hochschule studiert, zunächst in Warschau an der Musikhochschule und dann in Posen an der Musikhochschule. Die Musikhochschule in Warschau trägt den Namen von Josef Elsner bei sehr bekannten Professoren und ebenso auch in die Meisterklassen in Posen waren von sehr bekannten Professoren geleitet. Ja, und der junge Mann, den haben wir beim Soundcheck auch schon am Klavier gehört, war also beeindruckend. Und die gleiche Frage natürlich an ihn. Ja, również urodziłem się w Warszawie, gdzie ukończyłem szkołę muzyczną na fortepianie. Potem zdałem na tamtejszy Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina i w tym roku kończę tę uczelnię, jestem na 5. roku. Jednocześnie w ramach wymiany studenckiej kształcę się na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu w klasie fortepianu. Ich bin auch Pole, bin auch in Polen geboren, auch in Warschau geboren, habe in Warschau auch die Musikgrundschule gemacht, allerdings mit Klavier. Danach habe ich studiert und studiere noch an der Frédéric Chopin Musikuniversität in Warschau, aber ich bin jetzt kurz vor dem Abschluss. Ich bin im 5. Jahr und zugleich im Rahmen eines Studentenaustausches studiere ich auch an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Ja, meine Damen und Herren, ich wollte an sich mit der Frage beginnen, ob Ihnen das Konzert, der erste Teil des Konzertes vor der Pause gefallen hat. Aber diese Frage werde ich nicht stellen, denn Ihr Applaus hat es bewiesen, dass das Konzert nicht nur Ihnen gefallen hat, sondern geradezu eine Begeisterung bei Ihnen hervorgerufen hat. Und ich hoffe, dass diese Begeisterung nun auch dabei anhalten wird, wenn es darum geht, den Künstlern, die aufgetreten sind, beziehungsweise der aufgetreten ist, und die beiden, die noch auftreten werden, zu unterstützen für diesen Auftritt. Es geht, wie ich Ihnen schon vorher gesagt habe, um dieses wunderschöne Bild, dessen rein Erlös eben den Künstlern, die Sie heute hören, zugutekommen soll. Ich erwarte Hände in die Höhe, aber nicht mit Hände hoch, sondern Hände in die Höhe. Ich versuche Sie zu motivieren. Bitte schauen Sie sich das Bild an. Denken Sie an dieses wunderbare Konzert und geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß und denken Sie daran, was das für diese jungen Künstler bedeutet. Also, 300 habe ich schon. Wer bietet 350? Die Musiker warten. Und das Glas Wein nachher wartet. Stellen Sie sich vor, aber wir müssen, bis zu 500 müssen wir kaufen. Also, wer bietet 350? Okay, gut, ich will Sie nicht länger quälen. Wo waren wir? 400. Eine Kuh. Meine Damen und Herren, ich will Sie nicht länger quälen. Ich habe mein Bestes getan, aus bester Überzeugung. Und ich wirklich, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Bürgermeister. Ja. Herr Bürgermeister, zum ersten Mal. Ich danke auch. Stop.
Schön.